Ihr seht den Freunde fürs Leben, Bar Talk, bei mir Simone Hanselmann und mit ihr will ich jetzt über das Thema Suizid sprechen. Freunde fürs Leben ist eine Einrichtung, die informieren will, die vernetzen will und ich will mit dir speziell über eine Sache sprechen. Es geht um das Thema, wie ernst nimmt man Signale von Suizidgefährdeten und wie geht man damit um? Was denkst du denn, was sind denn erstmal typische Signale? Also okay, ich muss dazu sagen, ich befasse mich zwar lange schon mit dem Thema, aber ich bin jetzt keine Expertin. Ne? Ich kann ja auch nur über das reden, was ich weiß oder erlebt habe und so. Und man muss einfach generell wachsam sein und gucken, ob Menschen irgendwie glücklich sind oder eine Zukunftsperspektive haben. Das ist natürlich eine Sache, wo man generell sagen kann, wenn Menschen keinerlei Zukunftsperspektive haben, keine Stabilität, keine Sicherheit und vor allen Dingen nachweislich depressiv sind, da kann man davon ausgehen, das ist ein deutliches Signal, dass jemand Hilfe braucht. Wenn man jetzt in der Lage ist, dass tatsächlich von jemand Betroffenen Signale ausgesendet werden, also es gibt ja so Kleinig- bis Kleinstigkeiten, die man dann vielleicht wahrnehmen kann, also wenn bei jungen Menschen zum Beispiel rapide die Noten in der Schule abfallen oder wenn Menschen tatsächlich anfangen, sich von liebgewonnenen Dingen zu trennen, wenn sie überhaupt keine Freude mehr im Leben entwickeln. Was denkst du denn, was die richtige Vorgehensweise wäre, um dann da einen Zugang zu finden und damit umzugehen? Also wenn das der Fall ist, ich glaube tatsächlich ja, Signale bei Jugendlichen gibt es die wohl, wenn eher. Weil es da ja auch Phasen, stärkere Phasen der unterschiedlichen Gefühlslagen gibt, die vielleicht extremer sind oder die eben auch ausgelöst sind, erster Liebeskummer oder so. Dann glaube ich, ist es aber immer ratsam, mit einem Experten zu sprechen. Also natürlich zu versuchen, mit dem Betroffenen oder der Betroffenen zu reden, einfach erstmal vom Gefühl aus dem Bauch raus zu reden, also möglichst eine enge Beziehung zu haben. Also dass Leute sich nicht verschließen, so, dass Leute bereit sind, über ihre Gefühle überhaupt zu sprechen. Aber ich würde mir immer auch Rat bei Experten holen. Wie findest du denn den Grad der Information zu diesem Thema? Ja, ich finde den ja sehr schlecht, deswegen bin ich ja hier. Und deswegen bin ich ja seit Jahren mit Freunde fürs Leben in Kontakt und möchte da irgendwie mehr für die Aufklärung tun, weil da wenig drüber gesprochen wird. Es gab jetzt seit dem Fall Robert Enke sehr, sehr viel über das Thema Depression, dass das überhaupt mal thematisiert wird, weil Depression ist ja doch viel, viel verbreiteter, als man immer angenommen hat oder als die meisten Leute so wissen. Und dass das eben wirklich als Krankheit anerkannt wird und Leute darüber ein bisschen Aufklärung haben. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren was passiert. Aber über Suizid wird irgendwie immer noch wenig gesprochen. Also gerade im Verhältnis dazu, wie viele Menschen tatsächlich durch Suizid sterben, wird da sehr wenig drüber gesprochen. Und ich glaube, man könnte da viel umfangreicher drüber aufklären. So wie man ja präventiv auch gegen alle möglichen physischen, medizinischen Dinge aufklärt. Also so die jungen Mädchen sollen alle irgendwie geimpft werden, HPV und sonst was. Also es gibt immer Krankheiten, da sagt man, Mensch, da kann man was tun präventiv. Beim Suizid wäre vieles möglich, aber da ist die Aufklärung nicht da. Das heißt, wir halten jetzt fest, dass Kommunikation, Austausch und Information elementare Dinge sind, wenn es um dieses Thema geht. Mhm. Also sprechen. Sprechen, auf jeden Fall sprechen. Und natürlich vor allen Dingen auch für Betroffene. Also das ist ja auch, dass die haben oft Hemmungen und wissen auch gar nicht so genau, was mit ihnen ist. Das ist ja eine Verzweiflung. Ich meine, das macht man ja nicht aus einer Laune raus. Auch da würde, glaube ich, Sprechen sehr, sehr viel helfen. Von sich aus mal jemandem sagen, mir geht's scheiße. Das halten wir fest. Und dann danke ich dir in diesem Sinne, dass du mit mir drüber gesprochen hast. Dankeschön. Bringt uns alle weiter. Danke.